und herzlich willkommen wieder hier auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute mal mit diesen drei Pflanzen beschäftigen. Zum einen haben wir hier die Blattclementine. Da haben wir am 25.02. diesen Jahres, also 2016, haben wir zwei Kerne, ich glaube es waren sogar drei, aber eine ist eingegangen, eingepflanzt, zum Keimen gebracht, und das sind die Pflanzen, die dabei gewachsen sind, dabei rausgekommen. Und dann geht es einmal um die Ananas. Das ist nicht die Ananas, die wir letztens hier in diesem Video ausgepflanzt haben, beziehungsweise eingepflanzt haben, sondern das ist die Ananas, die wir aus einem, ja, man kann mal sagen Steckling, beziehungsweise die wir eingesetzt haben als Pflanze sozusagen schon. Und dann haben wir hier unser Zitronenbäumchen, was wir auch, meine ich, am 1.3., genau, das war etwas später als die Zitronenbäumchen, am 1.3. diesen Jahres haben wir den Kern hier eingesetzt, und da ist ein schönes, stattliches Zitronenbäumchen draus geworden. Wir wollen jetzt alle drei Pflanzen umpflanzen, und zwar wollen wir die in diese großen Töpfe hier reinsetzen, weil diese Töpfe, die wir haben, die sind eindeutig zu klein geworden, und dazu nehme ich euch jetzt einmal mit, wenn ihr Lust habt. Und ich würde sagen, wir legen dann einfach los. Zuerst nehmen wir uns wieder, wie wir das gewohnt sind, wir nehmen dazu die Blumenerde, unsere Kokoserde, die wir für sehr gut befunden haben jetzt, nach mehreren Versuchen auch. Und da werden wir die Töpfe jetzt einfach mal erstmal befüllen mit. So, haben wir hier schon wieder vorbereitet. So, wie ihr seht, haben wir noch einen Topf mehr dazu genommen, weil wir haben ja zwei Clementinenbäumchen, und da werden wir dann vier brauchen. Die wollen wir vereinzeln und beide einmal einsetzen. Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit der Zitrone, mit dem Zitronenbäumchen, und das Zitronenbäumchen, das werden wir hier in den Topf reinsetzen. Dann holen wir erstmal ganz vorsichtig hier das Bäumchen raus. Den schmeißen wir nicht weg, weil da werden wir einen neuen machen, um genau zu dokumentieren, wann wir die umgepflanzt haben. Ja, hier sieht man das auch schon. Die ist schon hier unten rausgewachsen. Die braucht unbedingt einen größeren Topf jetzt. Es wird jetzt echt schwierig, die hier rauszukriegen, weil die sich so ein bisschen verzweigt hat. Mal ganz vorsichtig. Da haben wir sie. Okay. Ich zeige euch das mal. Moment. So sieht die aus. Also da ist schon eine Menge passiert, und jetzt werden wir hier ein schönes Loch machen und werden die ganz vorsichtig hier reinsetzen. Reicht noch nicht. Ah ja, okay, so. Vorsichtig andrücken, die ganze Geschichte. Bisschen Erde. Gut. So, jetzt haben wir das Zitronenbäumchen schon mal umgesetzt, und genauso gehen wir jetzt auch bei den Blattclementinen vor. So. Yes. Let's go! Oh ja, die sind auch schon doll am Wachsen, das Wurzelwerk. Gucken, dass wir die vorsichtig auseinanderkriegen. Die beiden kleinen Pflänzchen. Und
sich doll verzweigt, die ganzen Wurzeln. Schön vorsichtig. So, und auch die setzen wir wieder schön genauso tief, wie sie vorher waren, in die Erde ein und gucken, dass wir hier nicht die Wurzeln kaputt machen. Wieder leicht andrücken und dann haben wir auch die fertig. Weiter. Auch die genauso tief, wie sie vorher war, leicht andrücken und dann ist sie drin. So, das waren unsere Blattclementine, entschuldigt. Und jetzt haben wir ja noch. So, dann kommen wir jetzt zu der Ananas. Da bin ich ganz besonders gespannt, wie die aussieht. Schön vorsichtig. Und frei lösen. Auch einmal ganz vorsichtig hier über Kopf. Zeige ich euch mal. Also das Wurzelwachstum ist auch schon ordentlich in Gange. Da machen wir ganz vorsichtig nur ein bisschen Erde ab. Und dann setzen wir die habe ich ein bisschen zu viel Erde schon reingefüllt. Und dann setzen wir die auch genauso tief ein, wie sie vorher gewesen ist. Und vorsichtig, dass wir keine Wurzel abknicken. So. Und dann machen wir das genauso. Die können wir ein bisschen fester drücken jetzt schon. So, jetzt haben wir alle drei bzw. vier Pflanzen sind es ja neu eingepflanzt, eingetopft. Jetzt müssen sie natürlich angegossen werden und dann werden sie wieder schön hinter die Fensterbank gestellt, dass es schön warm, sonnenreich für sie ist. Wenn es euch gefallen hat, dieser kurze Clip, Daumen nach oben, wäre toll. Kostenlos abonnieren, nicht vergessen, empfehlt uns weiter, schreibt uns was in die Kommentare und ich würde sagen, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Jetzt zeige ich euch mal, mal sehen, ob man das sieht. Das ist aus den Bananensamen geworden. Die ersten Keimlinge sind da. Da kommt eine. Und da haben wir einen zweiten. Die lassen wir jetzt noch 2-3 Tage weiter wachsen und dann werden wir uns die mal vornehmen und anschauen, ob wir die schon umtopfen können.